Diddy kollabiert im Gerichtssaal, nachdem 50 Cent seine Netflix-Dokumentation präsentiert. Something huge coming up, which is a documentary about P. Diddy, Puff Daddy, P. Diddy. Yeah, yeah. Diddy do it, right? Yeah. Der nennt die Dokumentation Diddy do it, wa? Digga, 50 ist doch crazy. So a lot of the celebrity culture that you don't hear saying anything is because they participated. Der Grund, warum viele Leute von diesen Celebrities, also von den Stars, nichts dazu sagen, ist, weil die auf den Partys sind. I gotta get into the real estate in the area to be able to facilitate what happens after big events happen. Der geht richtig rein, Digga. Der sagt, ich muss mich in die Nachbarschaft reinsneaken. Nach diesen Partys in der Nachbarschaft so abgegangen ist und so. Yo. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Diddy collapses in court after 50 Cent presents Netflix Doku on his crimes. Auf Deutsch übersetzt, ich werde das Video, das ist ein englisches Video, aber ich werde das zwischendurch auf jeden Fall übersetzen, dass auch die deutschen Leute das verstehen. Das Video auf Deutsch, der Titel heißt Diddy kollabiert im Gerichtssaal, nachdem 50 Cent seine Netflix Dokumentation präsentiert. Über P. Diddy halt. Weißt du? Davon habe ich jetzt schon mitbekommen, dass 50 Cent eine Netflix-Doku über den P. Diddy-Fall machen will oder gerade am Machen ist. Ich glaube, Nick Cannon ist auch mit involviert, der ja damals schon die Dr. Sebi-Dokumentation gemacht hat, die Nipsey Hussle angefangen hat und nach seinem Tod dann von Nick Cannon weitergeführt wurde. Also Nick Cannon auch Ehrenmann auf jeden Fall dafür. Wir geben uns das Video, jeden Tag kommen neue Informationen raus. Ich bin überwältigt auf jeden Fall, was hier gerade passiert. Aber ich finde es auch krass, dass zum Beispiel so ein Cat Williams es auch schon im Interview so ein bisschen angekündigt hat, weißt du? Dass er gesagt hat, dass die nächsten Leute fallen werden. P. Diddy, Jay-Z, Oprah, dies, das, bla bla bla. 2024 hat er gesagt, wird das Jahr des Exposens sein. Und anscheinend hat er recht. Also es kommt einiges raus, gerade was da hinter den Kulissen in der Musikindustrie beziehungsweise in Hollywood abgeht. Natürlich, das lese ich auch in den Kommentaren, haben wir als miese Schwurbler davon schon Bescheid gewusst. Aber die breite Masse halt noch nicht, weißt du? Und deswegen ist es umso verrückter, dass mal wieder die Theorien, die wir so aufstellen, wahr werden. Na? Und da muss man sich dann mal fragen, was noch so alles wahr sein könnte. Ich liebe euch auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wir gehen rein in den Peter. Und los. Y'all, Diddy seems to be panicking in court, as 50 Cent, his longtime rival, just dropped a major bombshell. Something huge coming up, which is a documentary about P. Diddy, Puff Daddy, P. Diddy. Yeah. Diddy do it, right? Yeah. Der nennt die Dokumentation Did He Do It, wa? Digga, 50 ist doch crazy. You've been heavy on social. Er sagt, he did it, he did it. Er sagt, er hat's getan, er hat's getan. He did it. And I'm the only one who's been vocal about this long before it actually. Oh, you've been saying it's for a long time now. And then no one was. You know, they're just, why is he saying this? And now it's coming out like crazy. I mean, but I also didn't participate. I also didn't go to those parties. Yeah. So a lot of the celebrity culture that you don't hear saying anything is because they participated. So. Also er sagt, ich bin schon einer, der schon seit langer Zeit darüber redet. Und der Grund, warum viele Leute von diesen Celebrities, also von den Stars, nichts dazu sagen, ist, weil die auf den Partys sind und er nie auf so eine Party gegangen ist, weißt du? 50 has announced that he's presenting a Netflix docu-series exposing Diddy's long-hidden crimes to the public. We all know 50 Cent was the first to speak out against Diddy and his controversial behavior. One thing's for sure, 50 isn't going to let this slide. He's determined to expose Diddy once and for all, and this latest move has really shaken things up for him. Many fans are now asking who will be cast in the docu-series and who will actually represent Brother Love in it. Let's dive into what 50 has to say. Digga, das ist krass, aber dass der jetzt schon so eine... Wie lange ist der denn schon am Plan, diese Dokumentation rauszubringen? Ist das schon länger? Oder hat er jetzt erst angefangen, seitdem Diddy so ein bisschen exposed wird? Say about it. Diddy do it. I think a lot of people thought that 50 was just trolling, and if anyone follows 50 on Twitter... Safe! Ich habe auch gedacht, wahrscheinlich ist es ein Troll, Digga, weißt du? Der macht echt eine Netflix-Dokumentation daraus jetzt, oder was? Instagram, you know, he's no stranger to that. He definitely, you know, engages in trolling and makes a lot of jokes. So when he had, you know, repeatedly taken shot after shot after shot at Diddy and then said, hey, I'm working on a documentary, I think a lot of people thought that he was just joking around. It turns out he's not. So this is actually a real project that's being made under his G-Unit movie and TV studio, and he's made a... Krass, also viele Leute haben gedacht, dass er die Leute nur verarscht und trollt, so weißt du, und jetzt ist es halt offiziell, dass der mit G-Unit Films quasi eine Dokumentation macht, Digga.
bunch of really successful projects under that banner. This seems to be the worst time for Diddy, as he can't even defend his actions or stop 50 Cent from working on this project. We all know how powerful Diddy was in the industry, to the point where people were afraid to go against him. Except 50? It looks like 50 has been waiting for this moment to finally reveal the truth. And wie, was ist denn eigentlich die Historie vom Beef zwischen 50 und Diddy? Wie hat denn das angefangen? Weiß das einer? Auf was ist denn das zurückzuführen? Who knows? There might be even more to the story than what meets the eye. Something only industry insiders know about. Netflix has announced that it's currently working on a docuseries, led by Curtis 50 Cent Jackson, that dives into serious accusations against Sean Diddy Combs. This Netflix auch direkt aufs Boot mit draufgesprungen, oder was? Digga, das ist aber schon auch ein bisschen suspicious, sage ich euch ehrlich, dass das jetzt so direkt auch Mainstream-mäßig so durchgezogen wird, weißt du? Die lenken doch bestimmt auch noch von irgendwelchen anderen Leuten ab oder von irgendeinem anderen Shit ab, sage ich dir ehrlich. Also da steckt definitiv mehr dahinter als das, was man nur sehen kann. Bin ich überzeugt von, Freunde, Alter. Ich bin überzeugt von, dass da eigentlich noch, dass da noch andere Sachen im Hintergrund laufen, von denen wir nichts mitbekommen, weißt du? The series will cover allegations of sex trafficking, racketeering, and claims of sexual assault and violent abuse tied to the music mogul. Directed by Alexandria Stapleton, the project is still in the works. It's only a matter of time before this comes out, exposing all the shady dealings not just of Puffy, but also of other celebrities connected to him. Yes, you heard it right. From Leonardo DiCaprio to the most reputable figures were part of this party. Don't believe me? Check out yourself. Ich bin gespannt, was in der Netflix-Doku, also anscheinend werden auch andere Leute noch mit exposed. Da bin ich halt mal gespannt drauf, was man da so einbauen, was da eingebaut wird und was nicht, so weißt du. 50 muss auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen, sag ich dir ehrlich. Leonardo got some explaining to do. Someone literally wrote in the comments. Anyway, 50 Cent and Diddy have been caught up in a public feud for years. And it's no secret. It's been all over pop culture outlets. What? Someone literally wrote in the comments. Anyway, 50 Cent and Diddy have been caught up in a public feud for years. And it's no secret. It's been all over pop culture outlets. But as the sexual assault allegations against Diddy have piled up over the last year, 50 has become one of his loudest critics. He's been dropping hints about this upcoming documentary on social media for months now. Ah, der ist schon seit Monaten am Start bei dieser Dokumentation. Also die haben schon lange Beef, aber seitdem diese Vorwürfe größer geworden sind, ist 50 halt einer der lautesten. Wenn nicht sogar der Einzige, der so einen krassen Fame hat wie 50 und darüber überhaupt redet so. Was hört man denn sonst noch von diesen Mainstream-Artists? Kaum, ne? Nicki Minaj hat was gepostet. Nicki Minaj hat irgendwie gepostet, Jay-Z äußer dich und so. Was hast du dazu zu sagen? Dies, das, bla, bla, bla. Aber die meisten sind quiet, oder? And it's clear he's ready to shine a spotlight on everything. 50 Cent is taking the lead as executive producer of this explosive docuseries through his G-Unit film and television label, while Alexandria Stapleton is also on board as an executive producer under her company, House of Nonfiction. And Texas Crew Productions is also part of the team behind the project. I gotta create the nightlife. I gotta get into the real estate in the area to be able to facilitate what happens after big events happen. You've seen some of the good things that Tyler Perry done in Atlanta? Der geht richtig rein, Digga. Der sagt, ich muss mich in die Nachbarschaft reinsneaken und dann da gucken, was so nach diesen Partys in der Nachbarschaft so abgegangen ist und so. Yo. And you'll see this mirror that to a degree. Damn, it seems like this documentary is about to be on the top 10 list of Netflix. Anyway, back in early December, 50 Cent first announced that G-Unit would be producing the series. By that time, four women had already filed lawsuits against Diddy, with the first one coming from his ex-girlfriend, Cassie Ventura. Her case opened the floodgates, leading to even more claims against him. Though Diddy quickly settled the lawsuit with Cassie, the drama didn't stop there. 50 Cent wasted no time, posting a video on X where Mark... Es ist aber schon krass, dass die überhaupt ein Settlement hinbekommen haben bei dem Lawsuit mit Cassie. Und dann danach ist dieses Video... Also, da fragt man sich auch, also ich persönlich jetzt, wie kann die sich auf einen Deal einlassen, ne? Also sich mit Money ruhig stellen lassen, nachdem sie das durchgemacht hat, was wir da in diesem Video gesehen haben, so. Das ist schon auch crazy, um ehrlich zu sein, ja?
Curry, a rapper from Bad Boy Records, claimed Diddy would spike champagne bottles at parties before women drank them. In typical 50 Cent style, he's promised that proceeds from the documentary will go towards supporting victims of sexual assault. We gotta rewind this back. We used to go to the... Stark, aber er sagt, er gibt von diesem Revenue, also von dem Geld, was sie mit der Dokumentation machen, auch was an die Frauen zurück, die da, gelitten haben in der Zeit unter Diddy. Go to the club, we used to have these bottles, right? Wenn Geld spricht, schweigt die Wahrheit. Das ist aber krass, bei solchen Sachen auch. Bei solchen Sachen? And on this bottle, they be regular Moet bottles. On them bottles right there, they been had something to make the girls be real, real slippery and all of this kind of stuff. So when you get up, they be like, don't touch them. Also die, als sie in den Club gegangen sind, hatten die immer zwei verschiedene Arten von Flaschen. Auf der einen Seite waren normale Moet Bottles und auf der anderen Seite waren Moet Champagnerflaschen mit Betäubungsmittel drin für die Girls. Um die schon mal so, und das haben wir ja auch in dem Video gestern gesehen, dieser Anwalt, der erzählt hat von diesen Opfern, von diesen 120 Opfern, dass da ganz komische Drogen mit involviert waren und dass teilweise Opfer halt gedruckt wurden und dann am nächsten Tag irgendwo aufgewacht sind und nicht gewusst haben, was passiert ist. So when you get up, they be like, don't touch them bottles right there and only drink them bottles right there. So we already knew what the drill was. You just don't mess with them bottles, right? Diddy was recently arrested in New York and hit with some serious charges, including racketeering conspiracy, sex trafficking by force, fraud or coercion, and transporting people for prostitution, as you already know. Digga, der Typ hat mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, ne? Eigentlich fast mit der ganzen Industrie. Und da fragt man sich jetzt, wer war mit involviert? Und wenn du jetzt guckst, wer alles seine Schnauze hält, da könnten echt sehr viele von den Stars, die man so abfeiert, gerade in der Öffentlichkeit, mit drin involviert sein. So. Weißt du? Und das ist die Frage, wie viele von den JungsInnen auch noch mit irgendwas zu rechnen haben, weil bei Epstein hast du ja gesehen, dass keiner im Endeffekt, der auf der Liste drauf stand, noch mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen hatte, weißt du? He's pleaded not guilty to all of it, but things aren't looking great for him. He's still in custody after being denied bail during his appeal hearing. 50 quickly took the chance to give us insights about the docu-series. This is a story with significant human impact. It is a complex narrative spanning decades, not just the headlines or clips seen so far. 50 Cent and Stapleton said in an exclusive statement to Variety, "We remain steadfast in our commitment to give a voice to the voiceless and to present authentic and nuanced perspectives. While the allegations are disturbing, we urge all to remember that Sean Combs' story is not the full story of hip-hop and its culture. We aim to ensure that individual actions do not overshadow the culture's broader contributions. As for Combs..." Krasse Scheiße, Bro. Ey, da ist doch DJ Khaled rechts, ne? Bei dem frage ich mich auch, was läuft, um ehrlich zu sein. Der war ja immer mit Diddy auch am Start in Stories und so. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Khaled auch involviert ist und auch, er wusste wahrscheinlich Bescheid, aber Sachen gemacht hat er, glaube ich, selber nicht. Another one. DJ Khaled ist der größte Heuchler. Ah ja, allein wegen Palästina schon. Aber Bro, wenn du jetzt in die Recherche reingehst, wer stand hinter P. Diddy? Zionist, Clive Davis. Wer hat diese ganzen Universal und die ganzen Major Labels in Amerika in der Hand? Geht da in die Recherche rein. Ist ganz klar, dass ein DJ Khaled nicht einfach Free Palästina posten kann. Sonst ist der raus. Ich habe einen Kumpel in Tulum gehabt, der ist auch ein bisschen international vernetzt, ne? Der hat gepostet, Free Palestine, Free Palestine. Der hat zwei Geschäftspartner von ihm direkt am nächsten Tag. He's denied all the allegations, calling the lawsuits a money grab. After his arrest, his attorney stated that he is an imperfect person, but he is not a criminal. A reporter who was in the courtroom today said that he appeared to have a stunned expression on his face. Was he surprised that he was arrested last night? No, he definitely was not. I mean, I told him myself. Also, die haben ihn gefragt, ob der überrascht war. Und der Bruder sagt, nein, wer ist er überhaupt? Indictment. Das ist jetzt Diddys Anwalt, oder was? Early September, you are going to be arrested soon. And you're going to be charged with racketeering and you're going to be charged with sex trafficking. So come to New York. It wasn't a long conversation. He agreed. So we knew this was coming. And in fact, ah, krass, das ist echt sein Anwalt. In fact, we offered that he would turn himself in. So, you know. Also der Anwalt von Diddy hat gesagt, die wussten, dass das kommt und die haben sogar angeboten, sich selbst der Polizei zu übergeben. What? From what 50 Cent is saying, it sounds like he's got a ton of stuff to spill in this docuseries. He's not just talking about the headlines or those flashy clips we've seen, he's hinting at decades worth of experiences. That's definitely got fans buzzing, right?
I mean, everyone's probably wondering just how much worse Diddy could get. Once all this info hits the fan... Bro, wer weiß, ob es in der Dokumentation nicht noch auch um Pac geht und Biggie Smalls, weißt du? It might be tough for Diddy to clear his name. And let's be real, 50's audience... It might be tough to clear his name. Diddy is over, bro. Obwohl, in der heutigen Welt, Digga... In der heutigen Welt, I don't know, ey, da ist doch fast alles möglich. Es gibt selbst in Deutschland Beispiele, da können Leute machen, die können sich sonst was, Alter. This is huge. People really tend to back him up, especially since he was one of the first to speak out about those awkward moments Diddy put him in. It's going to be interesting to see how this all unfolds. When THR asked 50 Cent what inspired him to produce the docu-series. Also ich wäre nicht verwundert, wenn jetzt auf mysteriöse Art und Weise alle Anklagen fallen gelassen werden und der Bruder macht ein Video und sagt, das war alles ein Ding und tut mir leid für das Cassie-Ding und so bla bla bla. Natürlich würden viele Leute 50 und alle Leute, die so ein bisschen aufgeweckt sind, die wissen, dass der Bruder auf jeden Fall Dinge durchgezogen hat, aber es wird noch Millionen von Leuten geben. Es gibt jetzt sogar noch Leute, die im Chat reinschreiben, ey Bruder, aber sein letztes Album war geil und so, hör mal rein, dies, das. Die werden den weiterhin supporten, das ist halt so. So funktioniert halt die Gesellschaft. Die meisten Leute, die juckt das nicht, was die da im Hintergrund machen. Die können ihre eigene Mutter so und trotzdem werden die Leute noch gefeiert, weißt du? Fans werden von oben bis unten verarscht, von hinten bis... Digga, es gibt auch Beispiele in Deutschland, wo Leute ihre ganze Karriere gefaked haben, ein Image kreiert haben, was 0% authentisch war. Dann kommt alles ans Licht, Digga. Und die Typen werden noch mehr gefeiert als vorher. Und da gibt's noch ganz andere Sachen. Weißt du, was ich meine? Ist traurig, aber es war leider. He shared... I'm the only one from hip-hop culture that's produced quality projects. We have tons of talent in our culture that's become comfortable in front of the camera, and they usually play roles as actors or are the reasons people tune in. But when it comes to the behind-the-scenes production, actually producing the whole project, that's a different story. 50 Cent was also asked why... Am besten bist du gar kein Fan von irgendwem, außer du selbst. Steady, ich küsse dein Herz, das ist schön gesagt, Bro. Du kannst ja dich von Menschen inspirieren lassen, weißt du? So, es gibt immer Menschen, die dich auf eine gewisse Art und Weise inspirieren, wo du sagst, geil, Digga, der hat mich irgendwie hier und da inspiriert, der hat mich geprägt in gewissen Hinsichten und so. Aber man sollte Stars, Künstler, Leute, die man verfolgt, nie so anhimmeln. Und es passiert halt leider oft, dass die angebetet werden wie ein Gott, weißt du, was ich meine? Wie Götter so. Und das ist gefährlich, meiner Meinung nach. Das ist gefährlich, das sollte man nicht tun. Man sollte niemanden, den man persönlich nicht kennt, der nichts mit dir und deiner Familie zu tun hat, so anbeten, als ob die irgendwelche Götter sind. Für was? Du hast dich selber, du hast deine Familie, du hast den echten Gott, wo du auf jeden Fall, ja, da kannst du das rauslassen, so, weißt du? Lass dich von Menschen inspirieren, aber nimm solche Leute niemals als Vorbild und orientier dich so krass an denen, dass du so sein willst wie die. Weil du merkst ja jetzt gerade, was da gerade rauskommt. Was die alle hinten noch am Laufen haben und so. Du siehst ja nie den ganzen Eisberg. Wir sehen immer nur die Spitze vom Eisberg. Und Leute lassen sich halt blenden von Fame, Geld, Bling, Bling und so und sagen dann, oh, der ist krass, ich will auch so sein wie der. Bei den meisten wollt ihr gar nicht so sein wie die, wenn ihr die kompletten Leben von denen kennen würdet, so weißt du? Why other celebrities aren't speaking up about Combs like he is. Some of them were involved at the parties and enjoyed themselves, so they don't know what the FK is on tape or what's not on tape, so they're not going to say anything because they might have had too much fun, he claimed. And then you've got other people who look and go, well, that's not my business and I don't want to be in it. Recently, 50 Cent shared a... Ja, ist so. Er sagt quasi, dass es zwei verschiedene Arten von Leuten gibt. Leute, die auf den Partys waren, die mitgemacht haben und sich ein bisschen zu krass gehen lassen haben und nicht wissen, was aufgenommen wurde und was nicht und deswegen ihre Schnauze halten. Und andere wollen mit diesen shady Sachen gar nichts zu tun haben in der Öffentlichkeit und halten deswegen ihre Schnauze. Das ist auf jeden Fall too much Schnauzehalterei, aber das kennen wir ja schon. Screenshot of a Variety article about his upcoming docu-series on social media, adding his own little jab, I don't do no puffy parties, referring to one of Diddy's nicknames. You didn't believe me, but I bet you believe me now. In a chat with Enthusiast Report, a lifestyle publication with Lincoln Salazar, 50 Cent opened up about his upcoming project, teasingly named Diddy Do It. Bro, guck dir mal das Thumbnail an. 50 Cent opened up about his upcoming project, teasingly named Diddy Do It, Bruder.
A Netflix original documentary, bro. Krasse Scheiße, Digga. Did he do it? When Salazar pressed him for more details, 50 couldn't help but flash a sly grin and said, he did it. No, he did it. He did it. 50 Cent has remained vocal about Diddy's legal troubles, asserting that his criticism has been consistent for years. I also didn't participate. I didn't go to those parties, 50 added, explaining his... Es ist halt, das glaube ich auch, dass es auf jeden Fall Artists gibt, die nie partizipiert haben, weißt du, die bei solchen Sachen einfach nicht mitgemacht haben, so, weißt du. So. Und das ist schon stabil. Gut. Es gibt halt so G's, weißt du, es gibt Leute, die auch viel für Fame und Geld machen, aber eine gewisse Grenze nicht überschreiten würden, so, weißt du. Und ja, das ist nice, dass es solche Leute überhaupt noch gibt in diesen Industrien. Ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall nicht alle sind so shady wie die Jungs hier, weißt du, Diddy und Jay-Z und so. Es gibt definitiv noch Menschen, die ein Herz haben, die vielleicht auch viel für Geld machen und natürlich auch Fame und Geld anbeten irgendwo, aber trotzdem eine gewisse Grenze nicht überschreiten würden, so weißt du. Es ist nicht einfach, aber die gibt's auf jeden Fall. His decision to avoid the gatherings Diddy has become infamous for. I'm just not with all that freaky sh. It's just an uncomfortable energy connected to it, he said, distancing him. So. From the behavior of other celebrities who attended such events. He asked to take me shopping, 50 claimed. I thought that was the weirdest ST in the world, because that might be something that a man says to a woman. And I'm just like, nah, I'm not F. Ja, Digga, stimmt, das habe ich mir reingezogen. Diddy hat ja 50, ja, Digga, die haben auch so Business miteinander gemacht. Jetzt weiß ich es wieder. 50 hat das in einem Interview erzählt. Und dann hat Diddy ihm gesagt, so, ey, komm, ich nehme dich mit shoppen. Und das hat er mit vielen Leuten gemacht, die er in diese Richtung drängen wollte, ziehen wollte. Komm, ich nehme dich mit shoppen, ich kaufe dir ein paar Sachen und so. Hat richtig wie so zum Girl gemacht. Das ist so der erste Sneak, das sind die ersten Anzeichen in die Richtung so. Der Bruder würde gerne mehr haben. King with this weird energy or weird ST, coming off the way he was just moving from that. I wasn't comfortable around him. He said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me he'd take me shopping. I looked at him like, what'd you just say? Stell dir die Szene vor, Digga, Diddy und 50 so, die chillen und dann sagt der Diddy, ey, I take you shopping. 50 guckt so, what the fuck you just say? Let me move, man, before I do something. You gonna make me mess up the wedding. Oh, that's a nice gesture. Ah, on a wedding, Digga, crazy. Auf irgendeiner Hochzeit. Let me get out of, no, dude, take me, that's what a guy says to. I asked 50 about that. And he said you did the same thing to him, you asked him to take him shopping. Yeah. I thought he needed some clothes. Diddy, Alter. Yeah, I thought he needed some clothes, like that. Him, you asked him to take him shopping. Yeah, I thought he needed some clothes. Recently, he also tweeted on X, saying, sometimes it's cool to be basic or normal, LOL. 50 Cent made it clear that he's been speaking out about Diddy way before it became headline news. I'm the only one who has been vocal about this long before, he said. When asked about Diddy's infamous parties, 50 didn't hold back, saying, I'm not into that type of stuff. I'm just a little more, maybe you could say, basic or normal. Naja, Standard hat normaler Bruder. Nicht jeder braucht diese Freak-Off-Sachen, um sich irgendwie geil zu fühlen. While chatting about TMZ Presents, The Downfall of Diddy, a documentary you can catch on Tubi, 50 Cent threw some shade at the network. He quipped, it's a bad situation, but it hasn't happened yet. How could you document it when it hasn't happened yet? That's forecasting. So, all hail to 50 Cent for shedding light on Diddy. There have been numerous instances where Diddy made 50 uncomfortable, leading him to distance himself from him. There was a time when, during interviews, 50 was always asked about Diddy and why he chose to distance himself. Eventually, he had to tell interviewers not to bring up Puffy anymore. He said, no more Puffy juice. 50 Cent recently tackled the shocking 2016 video that resurfaced earlier this year, showing Combs confronting his then-girlfriend Cassie Ventura in a hotel hallway. Oh, verstörend.
First, he denied it ever happened, and then the tape comes out. So that means everything that N-Word says is a lie. Fifth remarked about Combs, who continues to deny all allegations in the lawsuits against him. When someone watches that, if they have a daughter and they can imagine her being under those circumstances, that Ezzedy is crazy, the rapper added of the video. Und der hat zwei Töchter, ne, der Didi? Like, they let him get away with it. With all the influence and power you have, the person you're with is supposed to want to be a part of your life, not be forced. Even though 50 Cent collaborated with Diddy back in the early 2000s, he made it clear that they were never actually friends. He said, "It was mostly work. I wouldn't call it a friendship, because there wouldn't be disappointment between us if we didn't speak to each other." He even recalled that Jennifer Lopez was the one who suggested to Diddy that he should work with 50 as a songwriter early on. There's krass, Jennifer Lopez hat die zusammengebracht. Points that we worked together. Jennifer Lopez actually told him he should work with me as songwriter in the beginning. And I was around at the early stages, and he could have done my record deal at that point. While Diddy is currently in custody, scrambling to find every possible way and lawyer to help him out of this situation, many people think he's in too deep to escape. The drama is just getting big. Wer von euch glaubt, dass Diddy freikommt? Wer von euch glaubt, dass Diddy freikommt? Eins in den Chat. Wer von euch glaubt, dass Diddy in Hubs bleibt? Zwei. Was denkt ihr? Meanwhile, 50 Cent has been having a field day on social media, taking little jabs at Diddy whenever he can, and fans have definitely picked up on it. One memorable post was when Diddy shared a post of himself cycling, and 50 chimed in with, "You know there ain't no seat on that bike, right?" Keiner von euch glaubt, dass der freikommt, der Bruder. Ich küsse euer Herz. Yo. Classic 50. On fan noticed the comment and said, 50 Cent straight savage with this one. So you can only... Ihr seid euch bewusst, dass da kein Sitz auf dem Fahrrad ist, gell? Das ist krass, Bro. Only imagine what's happening. 50 Cent, who never held back even when Diddy wasn't facing any legal trouble, has been dropping hints about Diddy's alleged crimes. With the docu-series in the works, this could be a major turning point in his career. Fans are eagerly awaiting the release of the docu-series, excited to uncover all the ways Diddy may have misused his power. There's a palpable buzz in the air as everyone wants to know the f- Es kam raus, dass Diddy einen Eingang zu einem Tunnel unter sein Bett hatte. Ach so, in seiner Villa oder was? Nicht im Knast, ne? Der wird noch lange Leute die Seife aufheben lassen im Knast. Er wird sich wünschen, der Bruder hat 100 Anklagen bekommen. It's over. Ja, ja, 120 Leute. Aber alles auch erstmal nur mit Anwalt, ne? Also, man weiß nie bei diesen Leuten, aber ich glaube auch, it's over. Full story behind the headlines. You won't want to miss the latest news and shocking revelations about Diddy and 50 Cent's explosive docu-series. We're jumping deep into the story and uncovering truths that have been kept under wraps for way too long. Er wird singen, sagt einer. Wird der auspacken, meinst du? Das ist die Frage, wenn er auspackt, ob dann auch Konsequenzen folgen für die Leute, über die er auspackt. So, hit that follow button and join the conversation to get more updates about the docu-series coming out soon. Wie heißt der hier nochmal? Hä? Wie heißt der nochmal? French Montana, genau. Der war auch oft mit Diddy unterwegs, gell? Button and join the conversation to get more updates about the docu-series coming out soon. Thanks for watching. Crazy stuff. Crazy stuff. Sehr interessant auf jeden Fall. Also über diese Dokumentation wusste ich gar nicht Bescheid. Ich sag dir ehrlich, ich wusste gar nicht, dass die eine Doku, dass 50 eine Doku plant. Da hat ein deutscher Kanal darüber berichtet? Krass. Ja, ey, Freunde, wie gesagt, wir haben unseren Senf dazu abgegeben. Es ist eine spannende Geschichte. Ich liebe euch. Lasst eure Gedanken dazu unten in den Kommentaren da. Ja. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Ist schockierend, aber auch irgendwie spannend. Yes. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace out. Gang.